Ja, und heute geht es mal wieder um das Thema Fahrradwohnwagen. Der ein oder andere kann sich vielleicht an dieses Kratur da erinnern, was ich letztes Jahr gebaut habe. Ja, am Ende sollte es ein Fahrradwohnwagen sein, aber wer die Videos verfolgt hat, weiß, dass das Teil ja aus Resten gebaut wurde und ein Transportanhänger sein sollte. Fing an mit einem selbstgebauten Dachgepäckträger, daraus wurde das Chassis und ja, es wurden Sachen verwendet, die noch rumlagen auf dem Dachboden. Also das war wirklich ein Recyclingprojekt. Ja, als dann der Entschluss gefallen war, dass er ein Fahrradwohnwagen wird, habe ich dann ja das Dach noch abgeschrägt und Solar kam drauf und solche Scherze. Aber letztendlich hat man halt gemerkt, dass dieses Konzept von vornherein gar nicht so gedacht war. Er war viel zu hoch, die Liegefläche war zu schmal und ja, irgendwie war das nichts Halbes und nichts Ganzes. Da jetzt dieses Teil aber noch hier rumstand und ich im letzten Video ja schon gesagt habe, dass ich immer mal wieder drüber nachdenke, mal einen ja, leichten, geländegängigen Fahrradwohnwagen zu bauen, also geländegängig in Anführungsstriche, halt nicht so schwer und ein bisschen ja, einfacher mal ein paar Schotterwege hochzuziehen, das so war so der Gedanke. Da habe ich gedacht, Mensch, dann schnappst du dir jetzt das alte Ding und guckst mal, ob du den nicht umbauen kannst. Nein, das ist er natürlich nicht. Das ist mein Fahrradwohnwagen, wie ihr ihn kennt, mit dem man auch wirklich ja, los kann und ja, drin wohnen kann. Ein Fahrradwohnwagen. So, hier hinter kommt jetzt das neue Projekt. Deutlich kleiner, deutlich schmaler, aber dafür auch deutlich leichter. Ja, und wie gesagt, die Idee dahinter ganz klar, das Fahrradwohnwagen, das ja Spaßcamper oder besseres Zelt, keine Ahnung, wie man es nennen will. Aber auf jeden Fall bringt mich das Ding mit Sicherheit dann ein bisschen besser mal in den Wald rein oder in Gegenden, ja, wo ich den anderen halt einfach nicht hingezogen bekomme. Also ich habe den hier jetzt mal gewogen. Das blende ich euch mal eben ein. Der kommt jetzt so, wie er da steht, auf knapp über 40 Kilo. Und ja, im Vergleich der ausgestattete Fahrradwohnwagen, mein erster richtiger, sage ich jetzt mal, liegt bei 140 Kilo. Ja, wie man sehen kann, Bauweise eigentlich so, wie ich es nicht mag. Das habe ich ja auch schon mal betont. Ich bin ja kein Fan von diesen Hohlkammerplatten. Aber wenn man etwas wirklich gewichtsreduziert bauen will und auf jedes Gramm achten möchte, dann ist das schon die beste Wahl. Ja, und die Hohlkammerplatten, das ist auch das Einzige, was ich wirklich neu jetzt investiert habe. Denn ja, der alte Wagen war ja deutlich höher und ja, die waren halt anders geschnitten, die Platten, das passte so nicht. Den habe ich jetzt auf so ein Maß gebracht, also von 1 Meter, dass genau eine Platte davor passt. Und ja, das habe ich halt neu investiert, dass man die alten Schraublöcher halt nicht hat und so. Aber ansonsten ist das quasi ein Re-Recycling-Produkt. Ne? Also es wurde schon mehrfach recycelt, was da jetzt verbaut wurde. Ja, teilweise sieht man das natürlich auch, dass man hier doppelt und dreifach recycelt hat. Denn das Alugestänge innen drinne, ja, das hat halt zig Bohrlöcher, die man jetzt nicht wirklich mehr braucht. Aber egal, das Ganze sollte halt fast kein Geld kosten. Ja, jetzt kann ich auch mal zeigen, wie vorzüglich dieser Wohnwagen ausgestattet sein wird. Und zwar so. Na gut, vielleicht ein bisschen besser noch, aber so in etwa wird das so bleiben. Es wird noch ein bisschen Filz hier dran kommen. Hier kommt eine dünne Matratze rein. Ja, und dann geht das los. Kein Schnickschnack mit irgendwelchen Lüftern, Strom, Heizung oder sonst was. Das Ding soll einfach nur funktionieren, wenn ich mal eine Nacht irgendwo hin will, in den Wald, wo man Steigung hat oder sonst was, wo es halt ein bisschen schwieriger ist hinzukommen. Dafür soll dieses Teil sein. Ja, bei der Deichsel habe ich halt auch das alte übernommen, wie es war. Das war mal eine Auflaufbremse. Also das Gestänge konnte sich rein und rausschieben und dadurch die Bremse betätigen. Habe ich jetzt einfach festgeschweißt und so übernommen. Der blöde Winkel kommt zustande, weil so wie sie jetzt gebaut ist, passt der Anhänger hier an dieses Bike wie auch an mein Highbike. Und das ist
Sinn dahinter gewesen, dass ich beide Fahrräder benutzen kann. Ein Bremssystem wird der Anhänger wahrscheinlich auch nicht kriegen, wenn ich in dieser Gewichtsklasse jetzt bleibe. Also ich denke mal, wenn ich den jetzt noch innen mit Filz und die Matratze rein und eine Solarplatte obendrauf. Stützen muss ich noch richtige bauen wieder. Ja, so Kleinscheiß halt. Sagen wir mal 10 Kilo. So, dann bin ich bei 50, 51 Kilo. Das ist doch noch vertretbar. Mit dem Teil hoffe ich dann zumindest mal, euch noch ganz andere Ecken vom Schwarzwald zeigen zu können. Weil es bringt mir nichts, wenn ich einen super schönen Wohnwagen habe. Und ich liebe ihn. Er ist wirklich geil. Und damit werde ich auch einige Touren machen. Aber ja, man muss immer bedenken, wo ich hier wohne. Und es gibt manche Regionen, da brauche ich gar nicht anfangen, mit dem Teil irgendwo hinzufahren. Weil wenn ich da perverse Steigungen oder was habe, dann stehe ich nur noch mit dem Teil. Da wird leider viel zu wenig immer drüber gesprochen in den Videos. Ja, man kann immer alles bauen. Ich kann mir da eine Heizung einbauen, ein Waschbecken. Ich kann mir auch eine Spülmaschine in Miniatur da einbauen. Können kann ich das alles. Aber wenn damit gefahren wird, man sieht viel zu wenig Leute, die dann wirklich mal berg hochkraxeln oder so mit so einem Teil, sondern immer nur schneidig geradeaus. Und ja, die Realität ist leider immer etwas anders. Und darum denke ich, ist das gar nicht verkehrt, wenn ich so zwei Varianten hier zur Verfügung habe. Einmal so, ja, meinen kleinen Luxusliner, sage ich jetzt mal. Ja, und mein, ja, wie nenne ich es denn jetzt? Zelt auf Rädern. Ich bin auf jeden Fall schon mächtig gespannt auf die erste Probefahrt mit dem Teil. Ich denke mal, ich mache mir das Ding auch hinter das Highbike. Und dann, ja, dann muss der gleich mal bluten, gleich am Anfang. Dann muss man da mal ein bisschen mit ins Gelände und mal gucken, was der so mitmacht. Und ja, ob alles dran bleibt oder nicht. Wenn nicht, ja gut, wenn Sachen abfallen, ist ja nicht verkehrt, spart man wieder Gewicht. Aber wie gesagt, keine Frage. Das hier bleibt immer noch mein Hauptprojekt. Und damit wird es auch richtig schöne Tourenvideos geben. Denkt dran, ne, wer noch auf die Wall of Super Sanks will, alle Infos findet ihr auf der Kanal-Info-Seite. Da könnt ihr nachlesen, wie ihr euren Namen auf die Wall kriegt. Ja, nochmal kurz die Gesamtmaße von dem Teil. Länge haben wir 2 Meter. Wir haben eine Höhe von 1 Meter und eine Liegefläche von 70 Zentimeter. Und wie wir sehen, haben wir sogar schon Klopapier dabei. Praktisch. Bei der Gesamtbreite bleiben wir knapp unter 1 Meter. Ich hatte eigentlich erst vor, eine Achse zu verbauen, dass ich auf diesen blöden Rahmen da verzichten kann. Aber habe mir das dann doch noch anders überlegt, denn was ich mit dem Anhänger vorhab, wird vielleicht etwas wilder. Und ich glaube, es ist dann nicht verkehrt, wenn das Rad geschützt ist. Also eins ist ja klar, wenn ich nach Komfort gehen würde, würde ich natürlich den immer vorziehen. Ja? Aber für das, was ich vorhabe und plane, wird das garantiert genau das Richtige sein. Ja, man hat da immerhin ein Dach über dem Kopf, er ist total leicht. Und wie gesagt, die Einsatzzwecke werden ja ganz anders sein als bei dem. Und ich glaube, da habe ich dann auch nicht so eine Angst, wenn der mal umkippt oder irgendwo ja, mir in der Böschung hängen bleibt oder so. Ja, das tut dann nicht so weh wie bei dem Projekt, was echt schon Geld gekostet hat. Ja, und keine Sorge, ich fahre nicht mit einem Schneewittchensarg nachher durch die Gegend, sondern der kriegt natürlich auch noch Farbe drauf. Ja, und wenn das dann wirklich klappen soll, dass ich mit dem Teil da in den nächsten 2-3 Tagen mal loskomme zur Probefahrt, dann muss ich dieses Video jetzt natürlich kurz halten und wieder ab in die Werkstatt. Und somit bleibt mir an dieser Stelle wieder nicht mehr zu sagen, außer ciao.